Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Pillars 19. War noch frische Marsch, mit dritten Nase. Ja, wir werden mal Feld 19 mal jetzt eine neue Aussaat reinbringen, und zwar Weizen. Kurz mal programmieren. Und ein Fahrzeug. Kursgenerierung. 19. Zwei Vorgewendebahnen, nehmen wir so, ne? Nehmen wir auch scharf. Ein Fahrzeug. 15 Meter natürlich. Ne, 10 ist ja Quatsch. Kann man sehen, was wir brauchen an Saatgut. Und zwar haben wir jetzt aktuell Weizen drin. Tabak. Gerste, Kalk, Kompost, Weizen 4064. Das reicht, wenn es stimmt. Wenn ich das behalte, dann müssten ja, ja 2000 noch was drin bleiben. Also fast 3000. Kursgenerierung haben wir schon gemacht, oder? Nö. Jetzt aber. Zurück. Ersten Wegpunkt. Doch hier vorne begonnen, na gut, egal. Ist in dem Fall nicht so tragisch. Aber gut. Ich wollte erst in der Feldreihe beginnen. Mal schauen, wie mit Schaf gut klarkommt. Hier flügen, das läuft auch noch nebenbei. Auf Feld Nummer 4. Das wird noch nächste Woche so sein. Ja, ich wünsche mal allen schönen Samstag, ne? Und ein dickes Dankeschön. Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Liken und abonnieren. Grüße mal alle. Ja, zurzeit ist ein guter Schnitt. Im Groben und Ganzen 4-5 neue Abonnenten pro Monat. Im Schnitt. Kann auch mal 3 sein. Ja. Verlassen habe ich 2. Schade eigentlich. Aber gut. Hat sich ja keiner beschwert. Von daher wüsste ich gar nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Ne? Aber wie gesagt, das ist mal nebensächlich. Für alle, die da sind und reinschauen, Dankeschön. Auch die nicht abonniert haben, auch da ein dickes Dankeschön, vielleicht reinschauen, hilft ungemein. Ich möchte noch ein bisschen wachsen, ne? Bisschen, klar, langsam aber sicher. Das war's so, ne? Ja, dann mal tschüss. Nicht tschüss, nochmal danke. Tschüss später. Ja, weiter geht's. Ja, was machen wir? Wir flügen auf Feld Nummer 4, das macht er alleine. Dunkel wird es auch. Jo. Ich sehe gerade wieder, steht was im Wege, ne? Gut, wir können ja eh weiterfahren Richtung Feld 44. Und hat er sich entlassen? Nö. Hier entlässt er sich keinen, ne? Ja, unser Outright-Fahrer ab und zu mal, das ist das Feld wohl zu groß. Und sie entlassen sich, wenn sie bald zu voll sind, ne? Ja, Hauptlager ist ja aktuell letzte Option, weil ist ja bei der Rühmfabrik, ich wollte auf C gehen, reingehen, die ist ja voll. 4 Millionen Liter, Wahnsinn. Gut, Feld 7 ist auch noch dazu, also auch noch Rüben, aber das war auch nicht mal richtig optimal gedüngt, ne? Also ich glaube doch schon gedüngt war, schon, geflügt war nicht, glaube ich. Schauen wir an, Blocking. Ja. Bremse. Ja, Felder, das Felder da schon. Ballen sammeln nebenbei auf Feld Nummer 44, damit da auch die Aussaat vornehmen kann. In dem Falle dann Gerste. Ich versuche dort ein bisschen zu gleichmäßig zu verteilen. Wenn es auch nicht so tragisch, wenn ich mehr von einer Sorte haben würde, also wäre, wenn theoretisch Weizen zu viel wäre, dann müsste ich halt daraus halt die dann müsste ich daraus
entweder Mehl machen, was ich noch nicht habe. Aber das plane ich ja. Und anderes Zeug, Malz. Die haben auch noch Heuballen, Junge. Das werden wir auch gleich mal wegbringen, bevor hier der Regen kommt. Obwohl es unter Dach und Fach ist, ne? Ich möchte ja die Heuballen nicht. Obwohl, die können da liegen bleiben. Erstmal. Alle weg. Ja, die anderen müssen noch zilieren, ne? Dauert halt eine Zeit, ne? Hier spiele ich ja mit. Unsere Rüben sind einfach abgekippt. Nimmt er so nicht an. Gut. Nicht gut. Ein paar reinbringen die Ballen, ne? Weil ich will ja Geld verdienen, ne? Gut, wir können ja zum Schluss hier auch die Heuballen einsammeln und dann nachher. So, haben wir hier Silageballen bzw. Grasballen. Die Grasballen muss ich zuerst machen. Silageballen, ne? Die eingewickelten. Könnte zwar auch die Heuballen reinbringen, aber die bringen weniger Geld, ne? Deswegen, wenn ich es vermeiden kann, würde ich es ja nicht aufnehmen. Wohl wegen einem Ball, ne? Wenn es nur einer ist. Ja, hier war ich mal bei gewesen und dann kam die ganze Arbeit. Hier, man blinkt ja gerade wieder. Unser. Ja. Wieso? Es kann doch nicht so schwer sein, da einfach loszufahren, ne? Aber ist er leer, frei? Der ist frei. Voll. Voll und fährt nicht weiter. Gut, der andere fährt zurück. Also von daher ist es ungünstig, ne? So werden wir nicht fertig hier. Hochzieht entladen, ja. Ey, das. Nee, das habe ich schon gemacht. Ganz am Anfang hatte ich hier Feld 65 vergessen, oben rechts. Dann finden die Abfahrer natürlich nicht den holen wir nicht, ne? Den Rübenroder, ne? Klar. Gute Frau, was machst du hier? Auf was warten wir? Dann fahrt mal Richtung Feld ran selber. Das Gute ist, dass ich durch Zufall so angefangen habe, dass wir da gefahrlos fahren können, ne? Ja, das sehe. Da ist er voll. Dunkel, ne? Ist aber voll. Ob der mit der Version 1.108 zusammenhängt, glaube ich eher nicht. Und der fährt auch nicht weiter. Ist doch voll. Oder macht der Anhänger Probleme mit Autodrive, ne? Also flackert, ne? Könnte sein. Dann wäre es schlecht.
Das ist ja ein Mod von Mod Hoster. Ja, glaube so heißt er, glaube ich. Hat einen kleinen Nachteil gegenüber ModHub. Und da kann man ein Spiel aktualisieren, ne? Was so nicht funktioniert, ne? Leider. Also automatisch noch nicht jetzt, ne? Ja, Feld ist teilweise gelb und teilweise grün, ne? Grün heißt ja eigentlich top und gelb heißt ja mittelmäßig. Wie weit sind wir schon? Zur Hälfte ungefähr. So ganz grob. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns, ne? Also, in so ein Feld würde ich persönlich lieber Weizen oder Hafer oder eine Hafer nicht. Raps oder ja, Raps. Weizen? Heftig, ne? Ja. Aber doch gut. Das Geld haben wir noch nicht. Leider. Aber wenn wir diesen Winter gut durchproduzieren, denke ich mal, dann können wir uns im Frühling gut leisten. Haben wir auch viele Silageballen gesammelt und verarbeitet im Prinzip, auch verarbeiten ist ja auch wichtig, BGH. Ich habe aber nur hier die Standardpreise, ich habe hier da BGH nichts geändert. Ich habe auch bei der Tiere nichts geändert, also ich müsste praktisch morgen früh im Grunde füttern. Ne? Im Laufe des Tages auf jeden Fall. Kühe oder Schweine, das ist egal, muss gemacht werden. Die Ferkel müsste ich umstallen, ne? Das wäre auch dann so. Ja. Alles zu seiner Zeit, ne? Aber die Rühmer soll auch laufen, ne? Das ist ja aber Tiere kann man deswegen nicht vernachlässigen. Das ist. Bei Kühen ist das so. Bei Schweine ist es schnell wieder ausgeglichen. Ne? Da kann man sagen, okay. Ein paar Schweine mehr und wir haben den, wenn wir welche sterben sollten, den Ausgleich geschafft. Aber bei Kühen Milch geben, das dauert eine Weile. Ne? Eine neue Kuh kaufen, ich meine, das kostet kein Vermögen. Aber bis das soweit ist und ja, erst muss so trächtig werden, ne? Dauert eine Weile, kann ja. Paar Wochen vergehen, ne? Bis es soweit ist. Oder ja, wird gar nichts, kann auch passieren. Soll auch vorkommen. Aber hier im Spiel nicht, das passiert nicht. Und dann muss dann erstmal das Kalb ausgetragen werden, also muss ich entsprechend ja, heranwachsen und dann gibt es dann nicht mehr Milch, ne? Und dann ist eine Milchkuh nachher entsprechend, wo man Geld verdienen kann. Ne? Vorher kostet die Kuh noch mehr, ne? Ist ja halt so. Wenn man erstmal Kühe hat, dann hat man immer wieder einen Wechsel. Normalerweise ist das so, nach einer gewissen Zeit hört die Kuh auf, Milch zu geben. Dann nennt man das eine trockene Kuh. Grunde sind dann schon wieder ja, besamt worden, ne? In der Zeit. Und dann ja, gibt irgendwann ein neues Kalb und dann geht der Kreis von vorn los, ne? Sehe ich keine Ballen mehr oder habe ich keine mehr? Nachbarfeld sind noch welche. Sehe ich innen drinnen gucken. Ich habe ein bisschen Licht gemacht, damit ich besser zu sehen bin. So, anscheinend sind die keine Ballen mehr, ne? Gut, dann ist es so. Ich fahre mal quer rüber. Einen Ballen finden würden, dann wäre das ja gut. Die Aussaat würde ich eh erst nächsten Tag machen wollen, wenn es hell ist. Gut, ich könnte zwar den einen Traktor nehmen von mit der Ballenpresse, den man Ballen sind keine mehr. Denke mal, die anderen Ballen sammle ich jetzt immer nicht ein.
Dann kann ich den anderen Traktor trotzdem nehmen und schon mal vorbereiten, ne? Brauch einen Ausgang. Ja, 32 noch, ne? Aber die dürfen jetzt nicht da reingehen. Das sind noch Grasballen. Wahrscheinlich. Ich will ja nicht mal. So. Z. Bisschen ungünstig, bin nicht dran, aber gut. Den LKW könnten wir hier stehen lassen. Erstmal. Der steht hier nicht im Weg, das passt schon so. Gut, man könnte ja auch hier ein paar Fahrzeuge hinstellen. Frameter wäre nicht schlecht. So. Steigt auch schon wieder. Ja auch. Unser Milchfahrer, den kann man stehen lassen. Da die Milch kommt garantiert auch noch. Steigt aber alle hier, ne? Neuerdings. Junge, du bist überhaupt nicht gefahren, ne? Mal ganz kurz hängen, abhängen. So, 8 zusammenklappen. 8 mal hier. Geht nicht. Gut, nicht gut. Fahren wir selber. C. Gerade auf der Karte, wir müssen nach rechts. Aber leider ist da Rüben, ne? Wahrscheinlich kommt er nicht klar mit dem System. Wahrscheinlich. Ich meine, gut bei Rüben ist das Gute bei, die kannst du auch ernten, wenn nass ist, ne? Also da ist das nicht ganz so tragisch. Aber ich sehe schon mal, die Zeit ist abgelaufen. Leider ist es so. Leider. Aber zu lang würde ich nicht machen, das wird ja für die allermeisten wird es wahrscheinlich langweilig, wenn es lang läuft. Ich sehe ja ungefähr den Durchschnitt ungefähr. Aber 17 Minuten ist eine gute Zeit, fast 18. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, dann seid mal tschüss, ciao. Und ein dickes Dankeschön für das Reinschauen. Tschüss.